Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, genommen Hobbits und Elodem zu einem Part Super Mario 64 mit dem Zwergenfürst. Ja, wo waren wir denn schon überall? Da waren wir bestimmt schon drin, jo. In der Eiswelt waren wir auch schon, da waren wir auch. Waren wir schon hier in der Wasserwelt? Ich glaube nicht. Nein, da waren wir noch nicht. Dann versuchen wir das doch heute mal. Sympath. Die Unterwasserwelt. Den Mario oder nicht? Ich glaube, das ist ganz gut, wenn wir mit Mario anfangen. Den haben wir ja schon gerettet, wenn mich nicht anders täuscht. Und der müsste sogar schon die Flugkappe aktiviert haben. Haben wir das eigentlich schon gespielt? Ja. Das ist kein Rutschlevel hinter dem Bild, hinter dem Gemälde. Ja, machen wir es jetzt noch mal, falls wir es noch nicht haben. Hier gibt es ein geheimes Rutschlevel. Naja, so geheim ist es nicht. Ist mittlerweile jedem bekannt. Super Mario 64 ist ja auch nicht mehr so niegelnagelneu. Ja. Kennt man schon irgendwie. Und hier haben wir eine Sternbox drin. So, wo ist die? Zack. Achso, hier waren wir schon mal. Ja, daran zu erkennen, dass der Stern schon eingesammelt wurde. Okay, da sind wir auch gleich wieder unten im Foyer. Gibt keinen Bonusstern. Okay, alles klar. Dann starten wir mal in die Wasserwelt. Heute wird ein bisschen. Heute wird's wässrig. Heute wird geschwommen. Ja, auch hier haben wir wieder ein kleines Geheimtürchen. War das auf der Seite oder auf der Seite? Oh, ein weißer Hase. Da bräuchten wir, glaube ich, Yoshi für. Dann wäre Yoshi eigentlich der Richtige. Auch um da hochzukommen, wäre er eigentlich der Richtige, aber was soll's. Mit dem Doppelsprung. Na komm. Das konnte ich mal besser. Nein, das ist der falsche Weg. Dann ist es bestimmt hier auf der anderen Seite. Ja, da war doch. Ein geheimes Level. Jo. Hier wird geschwommen. So. Und wie geht's runter? Wie geht's hoch? Die Münzen einsammeln, damit wir nicht ersticken unter Wasser. Okay. Das Schwimmen, das muss noch ein bisschen kapieren. Ah, okay. Im Schiebepad bewegen. Und schwimmen mit der B-Taste. Okay. Die roten Münzen einsammeln. So schaut's aus. Das ist der Trick hier. Na, die roten Münzen. Na komm. Komm schon, Mario. Da, direkt vor der Nase. Ja, da müsste man die Steuerung schon begreifen. Na, elegant. So. Das waren leider erst zwei. So, hier ist noch eine rote Münze. Na komm. Na komm. So schwer ist es doch gar nicht. Die Steuerung ist doch gar nicht mal so wild. Das kriegt man doch hin. Na komm. Das sind doch nur ein paar acht. Rote Münzen, ein paar acht. Ja. Müssten acht sein, oder? Drei haben wir.
Da ist Nummer 4. Na komm. Zack. Da hinten Nummer 5. Einmal auf dem Boden. Lang krabbeln. So. Da hinten Nummer 6 und Nummer 7. Oder? Ja. Und die kriegen wir doch hin. Easy. Easy peasy, lemon squeezy. So. Haben wir dann gleich alle oder? 7. Ach so, ja. Dann brauchen wir noch die letzte. Das ist das letzte. So, wo ist die letzte? Hier ist keine mehr. Da drüben. Du rote Münze, du bist das allerletzte. Nice, da haben wir's. Und holen wir uns den Stern ab. In die Mitte. Zum Stern hinunter. So. Nice. Einen versteckten Stern haben wir gefangen. Ein geheimer Stern des Schlosses. Speichern wir es uns. Sehr gut. So. Den Hasen fangen. Kriegen wir das hin? Ach nee. Das machen wir dann mit Yoshi. Der kann es verschlucken. Na komm. Hinein da. In die Wasserwelt. Hops. Ein untergegangener Schatz. Na dann. Suchen wir mal den untergegangenen Schatz. Na komm, hier gibt's einen Schalter. Ja, die Steuerung hat das schon mal so lange nicht mehr gespielt, dass die Steuerung mir entgangen ist. Und die blauen Münzen. Und wie kann man über Wasser gehen, wenn man richtig läuft? Oder mit einem Panzer? Hier gab's auch irgendwo einen Panzer. Ja. Kann man das machen? Ah, hier die rote Fragezeichenbox. Die haben wir jetzt aktiviert. Da ist ein Item drin für uns. Oh, eine Blume. Mit einer Powerblume, wenn kann Mario wie ein Ballon fliegen. Drücke im Standardmodus immer wieder B, damit Mario nach oben gleitet. Und duck dich, um zu landen. Verwende das Steuerkreuz, um die Richtung zu ändern. Versuch es mal. Aha. Ein Mario-Ballon. Ja, auch nicht schlecht. Damit kann man hier auch oben an die Sache rankommen, wo wir später, also wo wir früher ewig gebraucht haben, um da hochzukommen. Huha! Oder auch nicht. Das wird knapp. Muss man ein bisschen schneller hüpfen. Ja, da gibt es nämlich später so ein Kanonenrätsel, da muss man sich da hochschießen. Und ja, da habe ich ewig viel gebraucht, als ich das privat gespielt habe. Als das so einige Male privat gespielt habe. Wenn wir es schaffen damit, oh, okay. Damit durchzustarten, dann ist das wirklich gut. Na komm, die Blume. Den Gumbas nicht die Blume schenken. So. Was? Die Gumbas haben es mir genommen. Blumen Mario. Ich wusste gar nicht, dass es dieses Item gibt in Mario. Ballon und Blumen Mario. Na komm, Ballon Mario. Ein bisschen Beeilung. Du musst darüber. Na komm. Na komm, nein. Ich glaube, das ist zu weit. Das kriegen wir nicht hin. Fast da waren wir. Naja. Mal schauen. Das ist ja jetzt nicht die Aufgabe. Hier müssen wir, glaube ich, runter. Ich mich nicht komplett, aber müssen wir hier hin zum Schatz. Hier gibt es auf jeden Fall einige schwere und leichtere Sterne in dieser Welt zu bekommen. Einige davon werden wir vielleicht heute, jetzt schon in diesem Part heute
sammeln. Mal schauen. Okay, ich entferne mich gerade davon. Okay. Ja, hier ist auch gut. Oha, hier werden wir gleich ausschlagen. Gibt es auch so ein Item drin? Ist das wieder die Blume? Ja, das ist die Blume. Ein Ballon Mario. Ja, das kriegt man auch nur, wenn man diese Blume aktiviert hat. Was das hier bringt, weiß ich auch nicht. Bin ich mir nicht ganz so sicher, aber ja. Und da kommen wir eh oben nicht rein. Ja, das ist jetzt hier eher sinnlos. Hier das Schalterrätsel. Bratz. Okay, so ist richtig. Dann hier. Dann dort. Und dann dort. Jo. Kriegen wir doch einen Stern. Jo, war zwar nicht der richtige, aber ein Stern ist es. Nice. Hat auch was mit einem Schatz zu suchen und zu tun, aber ja. Piratenbucht, Panik. Haben wir schon ein Rätsel gelöst. Ein Kistenrätsel. Na dann, auf ein neues. In untergegangener Schatz. Hätten wir auch noch in der Mitte was, aber das können wir noch nicht einklicken. Jo, versuchen wir es nochmal mit dem Item hier. Vielleicht kommen wir dann doch mal weiter und höher. Höher, schneller, weiter. Ja. Jetzt in die richtige Richtung. Schnell genug. Ich glaube, mit dem Mario-Luftballon ist man irgendwie nicht richtig schnell, aber wir können es ja mal versuchen. Wir sind auf jeden Fall geradewegs. Ja, wir sind schon richtig. Ja, knapp. Sehr knapp. Mit ein bisschen Anstrengung und wenn man schnell genug ist. Ich glaube, das kann man schaffen mit dem Ballon. Ja, da sind wieder die roten Münzen. Das ist auch wieder eine Aufgabe wert. So, tauchen. Tauche, Mario. Tauche, tauche. Ja. Tauchen. Wie geht das Tauchen? Ich bin es doch gerade schon. Na runter. So, ordentlich. Ich glaube, wir müssen hier den hier rauslocken. Den Fischsturz, den Aal. Da müssen wir ran. Das ist unsere Challenge. Fisch. Gesicht. Ein Aal. Na, hier rein. Jo. Genau das. Und da müssen wir hier einmal am besten, ohne dabei zu ersticken, im Schiffswrack nach oben. So, und da ist der Stern. Der Stern, den wir suchen. Na. Was ist los? Geht wohl nicht. Da muss ich unten noch einen Schalter betätigen. Ja. Dachte ich mir eigentlich schon. Hochgehen. Hier unten muss es irgendwas geben, was den, was das Wasser ablässt. So. Na komm. Yep. Die Truhe. Dann lässt das Wasser sinken. Ebbe hier im Schiff. Da können wir gleich springen. Jo. So schaut's aus. Hops, da rutscht man aber schnell wieder runter. Hops. Vorsichtig. Ordentlich springen. So, hinauf und nicht hinunter. So. Dann schon ein bisschen schwieriger, aber wir kriegen den Stern. Da haben wir ihn, den zweiten Stern im heutigen Part. Den dritten, aber der erste hat nicht gezählt bei der Rutschpartie.
Na dann. So, speichern wir das Ganze. Und weiter geht's. Darf ich mal mit dem Aal spielen? Ich glaube, das ist nicht ganz ungefährlich. Wir versuchen es weiterhin mit dem Ballon. Irgendwann klappt's. Den sollte man, glaube ich, so auffangen, wenn man so steht. Oh Mann. Der Gumba hat uns das Item genommen. Böse Gumbas. Aus. So. Ja, jetzt schon mal fokussieren und los. Ups, ups, ups. Mal ein bisschen schneller voran hier, Mario. Na komm. Mario, nicht so langsam. Na komm, da sind wir gleich da. Jo, da sind wir da. Können wir uns die ganze Kanonenballerei ersparen. Jo, war wieder nicht der richtige Stern, aber gut. So, sammeln wollte Sterne. 1000 nach den Sternen. So, jetzt darfst du aber mal mit dem Aal spielen. Versuch es mal. So, jetzt brauchen wir es da oben nicht mehr. Achtung, vor dem Tauchgang sorgfältig lesen. Bleibst du zu lange. Lesen kann ich auch nicht mehr. Unter Wasser geht dir die Luft aus. Zurück und suche dir eine Luftblase oder sammle Münzen, um genug Luft zu haben. Im Standardmodus drücke B, um zu schwimmen. Ja gut, die Erklärung wäre schon gut gewesen. Und halte den Knopf gedrückt, um gleichmäßig zu schwimmen. Drücke B schnell und hintereinander im Rhythmus der Bewegungen, um schneller zu schwimmen. Halte Y gedrückt, um schnell zu schwimmen. Drücke Steuerkreuz nach oben oder nach unten, um oder B, um nachzutauchen. Und B, um zu tauchen, um aufzutauchen. Sobald du die Oberfläche erreichst, springst du aus dem Wasser. Um schnell wieder umzukehren, drücke das Schiebepad oder das Steuerkreuz in die gewünschte Richtung. Ja, auf geht's. Schwimmen wir da hinüber. Das ist übrigens das Katapult hier, die Kanone. Das kann man irgendwo aktivieren. Kann man sich da hochschießen lassen zu dem Stern, den wir gerade schon bekommen haben. So, mit den Aalen spielen wollen wir. Hier gibt es auch noch einen Stern zu gewinnen. Mit den roten Münzen. Jo. Haben wir jetzt keine eingesammelt. Müssen wir auch noch nicht. Na nice. Da haben wir uns doch schon was gespart. Oh, das Schiffswrack ist weg. Hier ist auch noch ein Stern in der Mitte des Stroms. Ja. So, ich will mit dem Aal spielen. Na komm, ich brauche mal ein paar Münzen. Okay, ein Leben. One up. So, wo ist der Aal? Da ist der Aal. Der hat einen Stern am Schweif. Den müssen wir uns greifen, um dabei drauf zu gehen. Na, komm. Dicht dran. Na komm. So, hol ihn dir. Da geht er wieder rein. Ah, nein. Oh, hier werden wir gleich ersticken. Hol dir die Münzen, hol dir Münzen, hol dir Münzen, hol dir Münzen, Mario. Hier sind die Münzen, hier sind die Münzen. Warum schwimmst du vorbei, Mario? Mario, Münzen! Direkt vor deiner Schnauze. Oh Mann. So ein Dreck. Unnötig. So, da ist der Aal. Holen wir uns. Holen wir uns den Stern. Nummer 2. Der vierte. Im heutigen Part. Jo, da kommen wir noch schneller voran. Ein paar Sterne ist nicht schlecht fürs Geschehen. 20 haben wir schon insgesamt. Fehlen nur noch 100.
das Spiel zu beenden. Das Spiel zu 100% beenden. Ja. Man kann das Spiel auch so beenden, aber dann ist es halt nicht zu 100%. So, komm raus, lieber Aal. Fress mich dabei vielleicht nicht auf. Jetzt ist schon wieder die Luft knapp. Na komm. Ja, one up, das brauche ich. So, auf den Boden. Ein bisschen Münzen holen. Das ist nicht schlecht. Oh, eine rote Münze. Ja, die hätten wir gebrauchen können. Hol dir schnell den Stern. Mario. Der ist nicht so schwer erreichbar. Ja, nice. Da haben wir ihn. Ach, jetzt müssen wir ihn auch noch abholen. Ja, mach schnell. Mario. Nice. So, vierter Stern im Part. Ja, sehr gut. Erfolgreich mit dem Aal gespielt. So, noch einen schnellen Stern hinterher. Rote Münzen auf hoher See, ja. Okay, versuchen wir es mal. Sammeln wir ein paar rote Münzen. Ein paar haben wir schon gesehen. Ich glaube, eine ist da auch noch oben auf dem Mast. Ja, mal schauen, wie wir hier vorankommen. Ist immer das Schwerste. Das schwerste Spiel mit den roten Münzen. Okay, hier haben wir einen Panzer. Den wollen wir nicht unbedingt. Rote Münze. Rote Münze. Aber dann nicht geschnappt werden von den Schalen. Na komm. Puh. Da hat es wieder zugeschnappt. Na komm, nach unten. Die Unterwassersteuerung ist auch ein bisschen mies. Na komm, na komm, na komm. Ach Mensch. Sieht leichter aus, als es ist. Na komm, jetzt. Jetzt, Rinder. Nummer 1. Schwere Geburt. Und da ist da was. Ja, da ist was. Nummer 2. Hier habe ich auch noch welche gesehen. Hier unten. Eine rote Münze. Nicht auf den Aal krachen. Jo. So, da ist noch ein Stern in der Mitte. Da kommen wir nicht so einfach an. Da müssen wir erstmal was ausschalten. Ja. Okay, ja, hier war auch noch eine Muschel. Wo wir erfolgreich herumschwimmen. Nur nicht die Münzen sammeln. Na komm. So, zack, Nummer 3. Und da fehlen noch einige. Sind die alle unter Wasser oder findet man die noch woanders? Hier in der Höhle vielleicht. Ich gucke mich mal um. Vielleicht finde ich irgendwo noch ein paar Münzchen. Rote, rote Münzen. So. Mal umherrennen. Von Gumbas und herabfallenden Felsen getroffen werden. Jo, hier ist ein Sternfeld. Ja, okay. Das ist mir versteckt. Da komme ich nicht so leicht dran. Da müsste ich durch Wände können. Ja. Okay, gibt es keine roten Münzen. Bin umsonst hier. Umsonst hierher gekommen. Raus hier. Die Blume brauche ich auch nicht. Hier ist nur wieder das Kistenrätsel, was wir bereits gelöst haben. Na komm. So. Dann suchen wir noch ein bisschen weiter nach den Münzen oder was? Nach den roten Münzen. Die braucht, um den nächsten Stern zu kriegen. Auf dem Schiff dort oben. Ja, da könnte noch ein bisschen was sein. Erstmal auftauchen hier. So, da gibt es vielleicht ein bisschen Luft für den Mario. Und da oben wollen wir hin. Das ist der rote Fahrzeugblock. Da sehe ich auch schon eine rote Münze. Die Nummer 4.
Ist hier auch noch was zu holen? Ja, hier ist Nummer 4. Dann haben wir gleich Nummer 5. Sehr gut. Ich sehe nichts. So, hops. Was machst du denn, Mario? Und hoch hier. Da können wir das hier, die Haubitze aktivieren. Ja. Bereit zum Abschuss? Nein, noch nicht. So, da will ich ran. So, hinaufklettern. Dann war Nummer 5. Sehr gut, wieder runterrutschen. So. Da gibt es doch bestimmt auf dem Schiff noch ein paar Münzchen. 5 haben wir schon. Ja, da sehe ich die 6. Oha, eine Bombe. Das war ja fies. So, hier einmal rüber. Huha. Die zeigt mir bestimmt die roten Münzen an. Den brauche ich erstmal nicht. Hier habe ich doch mindestens eine. Na komm. Da bin ich abgerutscht. 6. Da brauche ich eine Kiste, um hochzuklettern. Na komm. Oder auch nicht. Ah, da sind 2 rote Münzen. Nummer 7. Nummer 8. Ja, nice. Haben wir die 8 rote Münzen Herausforderung geschafft. Sehr gutes Partende. Würde ich mal sagen, beenden wir diesen Part auch an dieser Stelle. Und ganze 5 Sterne haben wir gesammelt in diesem Part, wenn ich richtig gezählt habe. Ja, Däumchen nach oben soll es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid. Und ja, kein Bleib drin. Super Mario 64 Part mit dem Zungen fest verlassen wollt. Irgendwann sind dann genug Projekte beendet und ist genug Freiraum, genug Luft, dass ich auch mal Mario 64 weiter zocken kann. Bis dahin, wir sehen uns im nächsten Part auf meinem Kanal. Oh! Ja, gut. Da können wir den Weg frei machen. Da kann ich jetzt, ja, da können wir mal im nächsten Part mal was machen. Sprechen kann ich auch nicht mehr. Na dann, lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid, habe ich das schon gesagt. Haut rein, man sieht sich im nächsten Part auf diesem Kanal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.